Ich habe zu viele Sterne. Die Rübenpreise sind aktuell stabil. Ach nee, du bist ja noch gar nicht dran, Leo. Hallihallöchen, ich habe die neuesten Rübennachrichten für euch. Diese Woche scheinen die Rübenpreise sehr stabil zu sein. Brumm! Man kann Rüben auf allen Feldern zu einem vernünftigen Preis verkaufen, ohne Angst vor Verluste. Das ist gut. Ich bin dran. Ich dachte, das ist doch eine 5. Der ist schon wieder vorbei. Ich gehe nach oben. Beim Spielen im Schnee bist du ausgerutscht und hingefallen. Jetzt tut dir alles weh und kalt ist ja auch noch. Möchtest du Rüben zum Stückpreis von 156 Sternis verkaufen? Ein paar. Ich guck erstmal, wie viel es gibt, wenn ich alle verkaufe. Okay, alle. Du bist dran. Oh, eine 2. Da lang oder da lang? Ein Katzen. Lustige. Das? Ein fröhlichen Katzengeldsack. Der fröhliche Katzengeldsack, alles klar. Du hast hart gearbeitet und einige Sternis gespart. Die gesparten Sternis haben dir Zinsen gebracht und ein Geschenk obendrauf. Ja, Mensch. Möchtest du Rüben verkaufen zum Stückpreis von 143 Sternis? Ganz viel. Alle? Ja. Okay. Boah, guck mal, wie viel Geld du jetzt hast. So viel Geld. Hä, was mache ich denn da? Melinda würfelt nicht richtig. Du hast am Strand geangelt, konntest aber nur Müll aus dem Meer fischen. Ihn zu entsorgen war richtig teuer. Jetzt bist du der Müllangler. Gar nicht, ich habe jetzt nur einmal Müll geangelt. Für 161 Sternis, nein. Aber im Dezember hattest du auch nochmal Müll geangelt. Ja, im Dezember. Und jetzt bist du der Müllangler. Ach, na gut. Menno, bei den Rübenpreisen geht's ja drunter und drüber. Das finde ich gar nicht lustig. Mein nächster Stempel. Und eine 5. Juhu. Heute war im Musterdorf kaum was los. Irgendwie macht mir die Arbeit am meisten Spaß, wenn richtig viele Besucher da sind. Oh. Jörn ist dran. Da ist der Schneemann wieder. Die Akademie des schönen Hauses hat dich gebeten, Häuser zu bewerten. Du wurdest sogar dafür bezahlt. Ja, Mensch. Ach, ein neues Haus. Eine 4. Ja. Du gehst angeln und eine Klische schluckt dein Köder. Welch Freude. So, und ich möchte meine Rüben verkaufen für 213. Ich habe aufgeholt. Mittwoch. Moritz ist dran. Ich bin dran. Du beobachtest gespannt einen Meteoritenschauer am Himmel. Vor lauter nach oben schauen tut dir der Nacken weh. Du bist dran, Leo. Wo steht Kira in einem Feld? Weiß ich nicht, können wir ja gleich mal gucken, hm? Eine 3. Da oben, hast du gesehen? Bei Imonuk kann man allerlei Geschichten aufschnappen. Es war interessant, die Leute über dies und jenes reden zu hören. So, jetzt aber Melinda, komm, unser zweiter Stempel. Und eine 1. Nein, eine 2. Du bist ja böse.
Eine 2 ist auch nicht sehr gut. Ich komme ja gar nicht voran. Ich würfel die ganze Zeit nur so kleine Zahlen. Jetzt verliere ich wieder Geld. Du hast eine Honigwabe vom Baum geschüttet. Die Bienen fanden das nicht lustig und die Medizin gegen die Stiche war auch nicht billig. Aua. Oh, das tut weh. Reiners Kartenladen. Oh, willkommen, willkommen. Ihr kommt gerade rechtzeitig für Reiners neueste Geschäftsidee. Reiners heutiger selbstloser Dienst an der Menschheit sind Karten. Zum Selbstkostenpreis natürlich. Hat das euer Interesse geweckt? Natürlich hat es das. Stellt euch einfach auf ein grünes Ereignisfeld. Okay. Moritz ist dran. Moritz steht in einem Schlechtesfeld. Und schon wieder. Du gehst spazieren, um frische Luft zu schnappen. Die Luft war wohl etwas zu frisch, denn du hast dich erkältet. Jetzt brauchst du Medizin. Alle brauchen plötzlich Medizin hier. Eine 6. Wow. Nach oben? Ja. Du hilfst dem Briefträger, die Post auszutragen. Die strahlenden Gesichter, wenn du einen Brief zustellst, machen dich glücklich. Ich habe ein Geschenk bekommen. Ja, super, ne? Ja, ich bin dran. Jetzt aber, Melinda, wir müssen ordentlich würfeln. Naja, eine 4. Immerhin. Dann gehe ich hier hin. Du hast im Internet ganz viel Krimskrams verkauft. Jetzt ist dein Haus nicht mehr so zugestellt und du hast dir ein paar Sternis verdient. Yeah! Juhu! Du hast jetzt einen Computer. Freitag! Und jetzt kannst du alles ich bestellen. Ich bin dran. Ja, ne, mit einem Computer kann ich alles bestellen. Oh nein. Ich habe dich anscheinend angesteckt mit der niedrigen Zahl. Heute ist mir auf der Arbeit ein Fehler passiert. Fred hat ihn zwar ausgebügelt, aber ich schäme mich immer noch. Oh. Björn ist dran. Eine 4. Schon wieder ein Geldsack. Du hast versucht, deine Chancen bei einem Preisausschreiben mittels Feng Shui-Deko zu erhöhen. Und es hat funktioniert. Gott, Leo hat schon 20.000 Sternis. Eine Güte. Eine 4. Oh nein, jetzt werde ich wieder Sternis los. Du hast dir auf dem Wintermarkt eine heiße Schokolade gegönnt. Von innen gewärmt kann der Einkaufsbummel losgehen. 1200 für eine heiße Schokolade, will ich mich verarschen? Das ist Angeltag! Ja, Angeltag! Juhu, Angelturnier! Hallo, 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 Spezion. Heute findet das famose Angelturnier statt. Es ist egal, welchen Fisch ihr an Land zieht, nur besonders saftig muss er sein. Will heißen, derjenige, der den größten Fisch landet, gewinnt viel Glück. Knock, knock, knock. Knock, knock, knock. Eine 5. Ja! Wow, der Kaiserschnapper, den du gefangen hast, ist stolze 95 cm lang. Gar nicht übel. Der sieht irgendwie kleiner aus. Mhm. Eine 3. Gibt's einen Stempel? Doch kein Eis. Nö, du hast die Mario-Qualle. Wow, der Kalmar, den du gefangen hast, ist stolze 32 cm lang. Gar nicht übel. Sieht auch irgendwie kleiner aus. Ja. Wieso hat die schon gewürfelt? Ach, egal. Toll. Oh, der Stint, den du gefangen hast, ist stolze 15 cm lang. Nicht schlecht.
Ja, danke. Warum sagst du nicht einfach, du hast verloren? Ich habe reife Leistung. Gewonnen. Dann können wir ja jetzt mit der Siegerehrung beginnen. Nack, nack, nack. Der dritte Platz mit einem 15 cm großen Stint geht an Melena. Herzlichen Glückwunsch. Der zweite Platz mit einem saftigen 32 cm großen Kalmar geht an Björn. Applaus, du kannst mächtig stolz auf dich sein. Und jetzt zur Erstplatzierung. Der erste Platz mit einem extra saftigen 95 cm großen Kaiserschnapper geht an Moritz. Die Menge tobt. Ich muss sagen, ich bin von deinem Fangen schwer beeindruckt. Respekt. Und unser heutiger Trostpreis geht an Bienchen mit einem 7 cm großen Bitterling. Mitmachen ist bekanntlich das Wichtigste. Danke, dass ihr alle am Angelturnier teilgenommen habt. Als kleines Dankeschön für eure Teilnahme bekommt jeder ein paar Glückspunkte. Knack, knack, knack. Ich hab schon wieder gewonnen. Das war's für heute. Darf ich noch einmal um einen großen Applaus bitten? Knack, knack, knack. Knack, knack, knack. Und wieder ist eine Woche fast vorbei. Darauf könnt ihr mächtig stolz sein. Sonntag. Guck mal, da unten ist ein Kuchentag. Jetzt kommt er. Und jetzt kommt er. Sigrid, ne? Ja. Ja. Hallo Kinderchen, es ist wieder Sonntag und die gute alte Sigrid hat für euch frische Rüben dabei. Ich bin seit über 60 Jahren im Geschäft. Ein Sonntag ohne Sigrid ist kein richtiger Sonntag. Wollt ihr Rüben für Sternchen und so kaufen? Ich will ganz viel. Oh Gott. Ich glaube zu viel, ich weiß nicht. Ihr macht doch. Was ist, wenn die Rüben fallen? Ja, Leo möchte auch ganz, ganz viel. Wir gehen auf Risiko hier. Total auf Risiko. Jetzt bekomme ich ganz viel Sternis. Willst du noch nichts kaufen? Oh ja, wenn du die alle kaufst, dann kriegst du nachher ganz viele Sternis. So, ich bedanke mich und schön weiterspielen. Moritz ist dran. Ich bin dran. Der. Eine 4. Der Rübendame war da, oder? Ja, die Rübendame war da. Juhu. Juhu, du hast alle Stempel gesammelt. Dafür erhältst du einen Glücksbonus. Stempel sammeln lohnt sich. Yay. Du hast ein paar tolle Schuhe gefunden, aber deine Größe war ausverkauft. Warum musste es ausgerechnet deine Größe sein? Das frage ich mich auch. Björn ist dran. Zwei, drei. Eine 3. 1, 2, 3. Eine 3. Du hast am Wochenende auf der Einkaufsmeile Ballons verteilt. Alle haben sich gefreut und dich mit ihrer Freude angesteckt. Du hast Ballons verteilt. So, jetzt aber hier. Oh Gott, warum würfel ich nicht mal eine 6? Nein. Du hattest dich auf einen schönen Traum im Schlummerhaus gefreut, hattest aber einen Albtraum. Jetzt bist du nur noch müder als zuvor.